Saukalt war es, als ich mich heute Morgen im Nebel auf den Weg in Richtung Eisenach gemacht habe. So langsam aber beginne ich aufzutauen. Nach den Löwensteiner Bergen gebe ich auf der Autobahn etwas Gas und fahre dann auf Nebenstrecken durch Unterfranken und über die Rhön. Morgen ist Feiertag, Christi Himmelfahrt, eine willkommene Gelegenheit für einen Kurzurlaub im Thüringer Wald. Die Wetteraussichten auf viel Sonnenschein lassen meine Vorfreude noch weiter ansteigen. Ich lasse mir viel Zeit, lege immer wieder Pausen ein und genieße die blühende Natur unserer Mittelgebirge. Kurz vor Eisenach mein letzter Zwischenhalt. Zur gleichen Zeit macht sich ein Zug aus der Gegenrichtung auf den Weg. Mit an Bord M aus Berlin. Mit ihr werde ich die nächsten Tage gemeinsam reisen. Die Zeit bis zu ihrer Ankunft verweile ich auf dem schön restaurierten Marktplatz Eisenach. In den nächsten Tagen fahren wir entlang der Naturparkroute Thüringer Wald von Eisenach bis Saalfeld. Die ausgeschilderte Route führt an 120 ausgewählten Sehenswürdigkeiten zu den Themen Landschaft, Kultur und Handwerk vorbei. Im Routenführer sind diese einzeln beschrieben und in Kartenausschnitten eingezeichnet. Der Routenführer kann für 7 Euro beim Regionalverband bestellt werden. Obwohl wir nur 4 Tage unterwegs sind, haben wir Gepäck für über 2 Wochen dabei, einschließlich alpiner Wanderausrüstung. Denn diese Reise ist zugleich die Generalprobe für eine bevorstehende Alpenreise. Spätestens als beim Überholen dieses Schleichers das Vorderrad den Bodenkontakt verliert, wird klar, die Beladung muss geändert werden. Auch das Kurvenverhalten lässt durch den hohen Schwerpunkt stark zu wünschen übrig. Es braucht viel Arbeit am Lenker, um das Motorrad auf Kurs zu halten. Ehe wir vor diesem touristisch völlig überlaufenden Ort das Weite suchen, halten wir an, um umzupacken. Mit den Rucksäcken auf den Koffern ist das Gewicht viel besser verteilt. Der Schwerpunkt wandert nach vorne und nach unten. Im Fahrverhalten zeigt sich ein himmelweiter Unterschied. Das Moped lenkt nun wieselflink um die Kurven und behält stets den Kontakt zum Boden. Ich bin froh über unsere Generalprobe. Da wir fast 700 Kilometer voneinander entfernt wohnen, ist dies die einzige Möglichkeit für eine Testfahrt. Nachdem diese Herausforderung gemeistert ist, stellt sich ein herrliches Reisegefühl bei uns ein.
Die Talsperre wurde in den 1930er Jahren erbaut und diente der Wasserversorgung für Dampflokomotiven. Heute wird der See hauptsächlich zur Erholung und in geringem Umfang auch zur Stromerzeugung genutzt. Es gibt dort einen Campingplatz und Baden ist erlaubt. Oh, lecken. Fuck, ist es kalt. Was für eine geile alte Karre, auf die wir einer Tankstelle aufmerksam werden. Heute sind auffällig viele historische Fahrzeuge unterwegs. Und das ist kein Zufall. Sie haben ein gemeinsames Ziel. Die Naturparkroute führt auch uns direkt daran vorbei. Wir nutzen die Gelegenheit für einen kurzen Besuch der Veranstaltung.
Nach dem Kirchenschlüssel müssen wir gar nicht erst lange suchen. Der Museumsleiter war so freundlich, ihn uns zu bringen. Längst hatte er uns als kulturinteressierte Motorradreisende identifiziert. Anschließend werden wir von ihm sogar noch zu Kaffee und Keksen eingeladen und wir bekommen von ihm erzählt, welch große wirtschaftliche Bedeutung die Region zu DDR-Zeiten hatte. Bei den interessanten Erzählungen vergeht die Zeit wie im Flug und es ist Spätnachmittag, als wir unsere Fahrt fortsetzen. Nicht nur unseren Socken, sondern auch uns selbst gönnen wir uns noch etwas frische Luft. Unsere Lieblingsbeschäftigung, das Wandern, ist bisher auf dieser Reise noch zu kurz gekommen. Also machen wir uns noch am Abend auf den Weg, die Umgebung zu erkunden. Wir genießen die entspannende Stille und die herrliche Natur. Heute ist schon der vorletzte Tag unserer gemeinsamen Reise. Morgen steht für uns beide leider schon die Heimreise an. Unsere letzten Kilometer auf der Naturparkroute werden wir noch in allen Zügen genießen. Sie gehören mit zu den schönsten überhaupt. Das wissen wir noch von unserem ersten Himmelfahrtskommando im letzten Jahr.
Am Sonntagnachmittag trennen sich unsere Wege. Komm gut heim, bis zum nächsten Mal. Und das Fazit unserer Probefahrt? In allen Belangen gelungen. Alles richtig gemacht.